ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr euch alle nochmal einfinden konntet, auch mit der schweren Pizza im Magen. Ich hoffe, ich kann das wieder ein bisschen auflockern. Genau, gehen soll es heute um Azure Bastion oder wie ich vernünftig den Zugriff auf Azure VMs absichern kann. Das Ganze einfach nutzbar. Ist noch nicht so ganz alt, der Dienst. Ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Tatsächlich GA oder vielleicht sogar noch jünger. Da gucken wir jetzt mal eine Runde drauf und auch, was so die Motivation für den Dienst ist. Kurzes Wort zu mir, wie Mischa schon angekündigt hat, ich bin Tim Niklas Finkemeier, Senior Software Engineer bei der Prodot, seit 2015 dabei und meine Schwerpunktgebiete sind Cloud, Web und IoT, mittlerweile eigentlich hauptsächlich Cloud in dem ganzen Umfeld und dann sowohl Entwicklung, Architektur als auch Workshops und eben gelegentlich auch solche Vorträge wie hier. Das ist, glaube ich, mein viertes Mal dabei, dass ich dabei bin, genau. Ja, was ist eigentlich die Herausforderung? Also weshalb kam Bastion überhaupt ins Leben? Das Problem kennen wahrscheinlich alle. Der Admin sitzt in seiner Firma, in seinem schönen, guten, super geschützten Netzwerk und hat ein paar Azure VMs, ob nun Windows, Linux oder whatever, irgendwo in einem VNet in Azure. Und wie das meistens so ist, irgendwas geht schief oder ich muss die neu einrichten oder sonst was, ich muss darauf zugreifen können. Üblicher erster Weg und häufig ja auch die Standardkonfiguration, gerade wenn es Windows-VMs sind, ich mache halt den RDP-Port nach außen auf. Das heißt, ich gebe meiner VM halt eine Public-IP, sage RDP ist okay, wunderbar. Bei Linux ist das dann vielleicht eher SSH, wie auch immer. Und davon habe ich eine ganze Menge Endpunkte offen, die alle irgendwo im Internet rumschwirren. Aber für mich als Admin ist das total super. Ich kann mich da erstmal hin verbinden und kann mein Management machen. Total gut. Jetzt gibt es halt dieses kleine Problem, dass andere Leute sowas sich leider auch denken, dass wahrscheinlich viele Leute öffentliche Endpunkte im Netzwerk, im Internet haben. Und dann gibt es halt diese Leute, die machen sowas wie Port-Scanning. Und wenn man so ungefähr den IP-Adressbereich von der großen Cloud-Anbieter kennt und da einfach mal eine Runde durchscannt, da kann man sich relativ sicher sein, dass man was findet. Und dann braucht es nur eine Schwachstelle im RDP-Protokoll oder in einer SSH-Konfiguration oder sonst was und dann ist potenziell der Angreifer mitten in meinem geschützten Netzwerk. Das wollen wir also auf jeden Fall vermeiden. Wie können wir das machen? Tja, jetzt habe ich ja gesagt, der macht einen Portscanner auf RDP und SSH. Das sind ja weltweit bekannte Ports. Ändern wir doch einfach die Portnummern. Wunderbar, 6023, weiß keiner, was er damit anfangen soll, laufen die alle ins Leere. Problem gelöst. Naja, vielleicht nicht. Ne? Also ganz so dämlich sind Portscanner dann auch wieder nicht. Die können durchaus das dahinter steckende Protokoll auch noch entschlüsseln, wenn dann ein Server antwortet. Ist also vielleicht nicht die optimale Lösung. Ne? So Security by Obfuscation ist sowieso kein guter Ansatz. Ne? Man sollte immer das so sicher machen, dass auch, selbst wenn der Angreifer genau weiß, was da ist, er trotzdem nicht rankommt. Also Ansatz Nummer zwei. Was können wir machen? Wir können um unser Netzwerk und unsere öffentlichen Endpunkte noch einen Schutzwall drumherum ziehen. Ne? Wie so eine Firewall in Azure, üblicherweise eine Network Security Group. Die kann ich konfigurieren und kann sagen, RDP-Ports oder SSH-Ports bitte nur von der IP meines Admins. Weil wir sind ja eine Firma, wir haben natürlich eine statische IPv4-Adresse, die gibt es ja reichlich noch. Und die konfiguriere ich da rein. Und dann hat der Admin überhaupt kein Problem. Der verbindet sich da rein, wunderbar. Und unsere Bösewichte von unten, die prallen daran ab, weil die natürlich nicht die gleiche IP haben. Wunderbar. Sichere Lösung. Jetzt kommt dieses moderne Arbeitsleben ins Spiel. Und jetzt kommen Leute und merken, der Admin ist mal unterwegs und muss was tun. Oder der Admin muss von zu Hause mal drauf gucken. Oder Mitarbeiter müssen auf Dienste darauf zugreifen oder was auch immer. Und schon ist das mit, ich trage da einfach mal alle IPs ein, die zugreifen dürfen, schon wieder total dämlich. Weil die meisten Außenstehenden haben vermutlich nicht mal eine feste IP, das heißt, die ändert sich auch noch ständig. Und bevor ich da Leichen drin habe, habe ich da sowieso wieder so einen Flickenteppich. Wo es noch besonders interessant wird, ist, wenn ich vielleicht Management Azure intern machen möchte. Keine Ahnung, ich habe als Admin da so eine Admin-Maschine, eine ganz kleine, und von da aus verbinde ich mich immer überall hin. Die liegt jetzt nicht im gleichen VNet, weil das vielleicht ein anderer Kunde ist oder sonst was. Und dann hat meine VM natürlich eine Azure-interne IP als ausgehende IP. Wenn ich jetzt auf die Idee käme, die bekannten Azure-IPs einfach in meine Firewall mit aufzunehmen, toll,
Das kriegt der Angreifer auch schon wieder hin. Dann macht er sich auch eine Azure VM. Zack, hat er eine der ausgehenden IPs, die es da eben so gibt, erledigt. Das ist also auch vielleicht nicht so ganz die optimale Lösung. Ne? Also ja, ich kann damit den Zugriff abblocken für viele Möglichkeiten. Ich kann aber nicht mehr wirklich mobil arbeiten, flexibel. Super aufwendig, das ständig nachzutragen und zu kontrollieren. Und es ist eben potenziell, gibt es da immer noch so ein paar Lücken drin. Also machen wir auch nicht. Nächste Möglichkeit. Naja, man hat ja gesehen, wir haben da jetzt so eine relativ große Angriffsfläche. Jede meiner VMs ist irgendwie öffentlich drin, die müssen alle gepatcht werden. Das ist blöd. Einer der durchaus üblichen Wege, wie sowas heutzutage auch gemacht wird, ist, dass wir sagen, naja, wir erweitern einfach unser VNet da so ein bisschen. Die haben einfach jetzt keine Public IPs mehr. Das ist schon mal gut. Dann sind die schon mal nicht direkt erreichbar und damit nicht so anfällig. Jetzt muss ich dabei irgendwie hinkommen. Das mache ich einfach über so eine Art Proxy dazwischen. Das heißt, ich nehme mir eine kleine Maschine, die hat dann den Endpunkt im Internet. Das ist dann nur noch der eine, den ich sichern muss. Und dann gehe ich über den Weg von allen meinen Geräten darüber hin. Und in der Hoffnung, dass natürlich die Bösewichte dann wieder schön am VNet abprallen oder am besten einfach genau diese IP hier vielleicht nicht finden. Das ist tatsächlich ein Weg, wie das gemacht wird, weil das manche Dinge vereinfacht, aber wie man natürlich sieht, so richtig sicher ist das auch nicht. Ne? Also ich habe da ja immer noch so einen offenen, öffentlichen Endpunkt drin. Ja, den könnte ich jetzt wieder auf IPs einschränken, da habe ich wieder die gleichen Probleme mit mobilen Geräten. Ja, auch da kann ich den Port ändern, aber wie wir schon wissen, das ändert irgendwie alles nicht so richtig viel. Ist also auch keine wirkliche Lösung. Ne? Ist auch aufwendig, ich muss dann noch so eine VM pflegen und updaten und patchen und verfügbar halten. Ist relativ teuer, weil ich die bezahlen muss und die Angriffsfläche ist eben eigentlich nur reduziert. Ist also auch keine Lösung. Machen wir auch nicht. Jetzt kommen wir zur ersten Lösung, die weil wirklich relativ sicher ist. Wir haben keine öffentlichen Endpunkte, die sind alle, haben alle nur private IPs, sind nur innerhalb des VNets sichtbar. Jetzt müssen wir irgendwie in dieses VNet reinkommen. Ist natürlich auch kein Problem. Gibt es ja Standardlösungen für, nehmen wir ein VPN-Gateway in Azure. Ist ja kein Problem, kann ich mir konfigurieren. Kann ich dann entweder über eine Site-to-Site-Verbindung oder eine Point-to-Site-Verbindung oder, wenn ich zu viel Geld habe, Express-Route, mich dahin verbinden, habe ich auch kein Problem. Das heißt, alle Endgeräte bauen einfach einen Tunnel auf in das Netzwerk direkt rein, haben damit eine interne IP-Adresse, können darauf zugreifen. Funktioniert auch für mobiles Arbeiten, solange das Gateway verfügbar ist und mein Mobilgerät einen VPN-Tunnel unterstützt, was heutzutage fast alle tun. Und der Angreifer hat im Prinzip keine Chance, weil es gibt keinen öffentlichen Endpunkt, zu dem er sich verbinden könnte. Das VPN-Gateway wird von Microsoft gemanagt. Wenn die das nicht hinkriegen, das abzusichern, dann würde ich das vermutlich auch nicht hinkriegen. Das ist doch eine ganz gute Lösung. Jetzt ist halt das Problem, wenn ich das sicher gestalten möchte, dann muss ich das halt auch wieder nutzerspezifisch machen. Das heißt, ich muss das für jeden Nutzer bereitstellen, optimalerweise mit Zertifikaten. Dafür brauche ich wieder eine Zertifizierungsinfrastruktur. Immer wenn einer ein neues Gerät hat, muss ich das da einrichten oder irgendwie verteilen. Wenn Nutzer weggehen, muss ich die revoken und so weiter. Und diese Gateways sind auch nicht so ganz billig. Also dafür kann ich auch schon wieder eine VM betreiben. Ist aber definitiv eine sichere Lösung, das Ganze zu tun. So, jetzt haben wir vier mögliche Wege. Eine davon war richtig gut, dann unter sonstige liefen, was man so theoretisch noch tun könnte. Naja, ich könnte zum Beispiel RDP immer deaktivieren, wenn ich es gerade nicht brauche. Also ich kann ja auch übers Portal diverse Dinge da tun. Ich könnte also den RDP-Port immer blocken, außer für die Zeiten, wo ich ihn wirklich brauche. Skaliert natürlich auch nicht. Ne? Also mit mehreren Nutzern und am Ende ist der Port dann eben doch auch offen, wenn ich ihn eben nutze. Dafür hat sich Azure auch was gedacht. Es gibt den sogenannten Just-in-Time-Access in Azure Security Center, wo ich das Ding im Prinzip automatisiere. Ne, da können also Nutzer, die mit Azure Active Directory authentifiziert sind, können dann eben eine entsprechende Anfrage machen. Dann wird nur für den entsprechenden Zeitraum der Port geöffnet und danach automatisch auch wieder geschlossen. Das ist also natürlich definitiv eine Verbesserung, weil ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Das Ganze ist automatisiert. Aber ich habe am Ende irgendwo das gleiche Problem, der Port ist halt offen und hängt irgendwo im Internet rum. Und das möchte ich halt vermeiden. Das heißt, was hätten wir denn gerne? Also wir hätten gerne eine Lösung, die uns hohe Sicherheit gibt, auf jeden Fall. Die soll möglichst einfach sein in der Bereitstellung und insbesondere auch in der Wartung, weil ich nicht permanent mich da noch um irgendwelche Updates kümmern muss. Ich möchte das gerne einfach zu nutzen haben für meine Nutzer, ne, und für den Admin am besten auch noch.
Und das Ganze soll für alle Arbeitsszenarien geeignet sein. Das heißt, es muss auf jeden Fall auch mobil funktionieren. Und aus diesen Gedanken und den vorangegangenen etwas unflexiblen Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, ist dann Azure Bastion entstanden als Lösung, wie man das Ganze machen kann. Im Prinzip sieht das Schaubild da ähnlich aus wie das, was wir schon mal hatten. Das heißt, wir haben einfach unsere VMs ohne öffentliche IP-Adressen, das heißt, die sind nicht öffentlich erreichbar. Wir haben unsere verschiedenen Arbeiter, die da drauf wollen. Und wir deployen jetzt einen sogenannten Azure Bastion Host mit in dieses Netzwerk. Das werden wir gleich noch sehen. In der Demo sind nur ein paar Klicks. Und das ist ein gemanagter Dienst, der im Prinzip die Rolle dieser Jumpbox übernimmt. Also das, was wir vorhin mal mit einem selber gemanagten Server hatten, kann man hier jetzt eben gemanagt machen. Zusätzlicher Clou dabei, die Verbindungen, die dahin gehen, laufen nicht über Remote Desktop Protokoll, sondern über ein normales TLS, über einen Browser. Das heißt, ich habe hier eine ganz andere Form der Verschlüsselung, das heißt, die ganze Authentifizierung und Ähnliches ist nicht abhängig davon, ob jetzt RDP irgendwo mal einen Protokollfehler hat. Und ich kann das Ganze im Browser benutzen. Das heißt, ich kann von jedem beliebigen Endgerät in so ziemlich jedem Browser mir einfach eine RDP-Session geben lassen oder eine SSH-Shell. Das ist ziemlich bequem. Und da dieser Dienst eben gemanagt ist von Microsoft, habe ich hoffentlich wieder den gleichen Vorteil, dass die Angreifer es nicht schaffen, da irgendwie reinzukommen. Zumindest kommen sie nicht direkt auf meine VMs, weil die sind ja nicht öffentlich verfügbar. Das ist im Prinzip schon die ganze Magic dahinter. Also tatsächlich ist das dieser Host ist keine VM, die ich irgendwie managen kann. Das ist halt ein gehosteter Dienst. Der wird in mein Netzwerk deployed. Der kriegt ein eigenes Subnet da drin, in dem der seine Verwaltungskomponenten machen kann. Und ich baue eben über das Portal dann eine Verbindung über den Browser auf. Und hier hinten läuft das dann tatsächlich wieder über RDP und SSH. Das heißt, meine VMs kriegen davon eigentlich gar nichts mit. Die bauen eine normale Remote-Desktop-Session auf oder ein SSH-Tunnel und das wird hier eben rüber geschliffen. Und wie sieht das jetzt aus? Das können wir uns jetzt einmal zusammen angucken. Das ist nämlich auch ziemlich einfach. Jawohl. So, hier in unserem Azure-Portal habe ich eine Ressourcengruppe vorbereitet mit zwei VMs, einer Windows-VM und einer Ubuntu-VM, um eben als Beispiel für beide zu dienen. Und der wichtige Teil, wenn wir hier gucken, die haben, warum hat die eine Public-IP-Adresse? Ah, ich habe sie eben neu angelegt. Die hat tatsächlich eine Public-Adresse, aber die können wir dann entfernen. Ich zeige, wie man es anlegt. Ich habe das zweite vorbereitet, wo die definitiv keine haben. Auf jeden Fall, um Bastion zu deployen, gibt es diverse Wege. Einer der einfachsten Wege ist hier oben über den üblichen Connect-Dialog, den ich auch so nutzen kann. Und da sehen wir schon, hier oben habe ich eben die Auswahlmöglichkeiten RDP, SSH und jetzt neu Bastion. Und wenn ich da draufklicke, dann wird er hier eben sagen, im Moment ist kein Bastion-Host in diesem Netzwerk deployed. Den kriege ich also nicht. Ich könnte jetzt hier draufklicken, um den anzulegen, einfach die Demonstration wegen. Ich kann das auch über die Suche normal machen, neue Ressource, Bastion, oder in jeder VM gibt es im Menü links jetzt auch den Punkt Bastion, auf den ich klicken kann. Und die Anlageansicht sieht überall gleich aus. Ich werde gefragt, wie ich das Ding nennen möchte. Und dann kriege ich hier den wichtigen Hinweis, Azure Bastion benötigt in dem virtuellen Netzwerk ein Subnet, mindestens mit einem 27er Präfix mit dem Namen Azure Bastion Subnet. Da könnten wir jetzt also einmal reingehen, dann legen wir das eben an, nennen das Azure Bastion Subnet, nehmen hier meinetwegen die Standard-IP-Address-Range und go. Ja. Dann nehmen wir halt die. Oder wir nehmen die. Ist jemand besser als ich darin, IP-Adressen auszuwählen. Mann. Das müsste es aber doch, wenn es ein Standard-Subnet ist, oder? Live-Demos, ne? Total gut. Okay.
Bevor ich das jetzt ewig dauert, das ist ein 10-1er. Ich habe nur das Default-Subnet da drin. Naja, egal. Kriege ich so schnell nicht zusammen. Ich hasse es, wenn man das vorher nochmal neu macht. Wechseln wir zu der Demo, wo ich es vorbereitet habe, wo es definitiv funktioniert. Also wenn wir uns das VNet angucken und die Subnetze, hier haben wir das Default-Subnet, das, was ich gerade nicht geschafft habe zu überschreiben. Und wir haben das Azure Bastion-Subnet mit 10.01.0.27. Das hat er mich doch eben nicht akzeptieren lassen, ne? Na egal. Auf jeden Fall, das haben wir hier drin. Und wir haben den Azure Bastion Host. Ich finde, genau hier oben. Da gibt es relativ wenig Informationen. Ich kann sehen, der hat einen Public DNS-Namen, der hat eine eigene IP-Adresse, ist Teil unseres VNets. Und ich habe hier die Möglichkeit, nebenbei mir noch bestehende Sessions anzugucken. Da haben wir jetzt gerade natürlich keine. Und dann, um einmal zu zeigen, dass ich nicht schummle, die VMs, die hier drin sind, haben wirklich keine Public IP-Adresse. Ja? Also wir haben auch hier eine Windows-VM und wir haben auch hier eine Linux-VM. Beide haben keine Public IP-Adresse. Und wenn ich jetzt hier mal über den Connect-Dialog gehe, in der Bastion Demo vorhin, dann sehe ich jetzt hier unter Bastion, kriege ich die Möglichkeit, mich einzuloggen. Gebe ich meinen Benutzernamen und Passwort ein, sage Connect und dann warte ich auf die neue Verbindung. Und dann habe ich in meinem Browser eine Remote Desktop Session, der ich so ohne weiteres eben dann einfach alles tun kann, was man eben so in einer Remote Desktop Session tun müsste. Und wenn wir hier nochmal in unseren Bastion Host gucken, dann werde ich hier unter aktiven Sessions, weiter mit Laden fertig ist, sehe ich dann genau die hier gelaufen ist, mit Nutzername, auf welcher Maschine der gerade ist. Und hätte auch, wenn ich das möchte, die Möglichkeit, hier die Session hart zu unterbrechen. Im Prinzip genauso funktioniert das auch, wenn ich einen Linux-Host habe. Wenn ich hier mal in unsere VM03 gehe, das ist auch hier ein Ubuntu 18.04, über Connect gehe und dann hier den Bastion-Host aussuche, dann habe ich hier genauso die Möglichkeit mit Benutzername und Passwort oder in diesem Fall habe ich das mit einem SSH-Key gemacht und dann sagen Connect. Und da kriege ich jetzt keinen Remote Desktop, weil ist ja Linux standardmäßig vorbereitet. Ich kriege stattdessen eben eine Shell da drauf, ne? Und kann dann hier eben sagen, definitiv bin ich eingeloggt als Tim und habe auf meiner VM eben alle Rechte, was ich halt so tun möchte, in dem Fall. Das ist tatsächlich auch so abgesichert, wenn ich jetzt diesen Link hier kopieren würde und die in einem anderen Browser aufmache oder sagen wir mal in einem In-Private-Fenster, dann sollte das nicht funktionieren, genau. Ja, also man kann tatsächlich diese Bastion-Session nur aus dem Azure-Portal erstellen und kann auch nur innerhalb dieses Browsers verwenden. Das kann also nicht mal eben jemand so schnell klauen. Genau. Wenn ich es denn eben hinbekommen hätte, ein Subnet anzulegen und dann kurz den Rest des Dialogs noch einmal durchzugehen, dann ist es ganz einfach. Dann kriege ich hier eben die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt. Ich kann auswählen, welche Public IP mein Bastion-Host haben soll. Ich kann entweder eine bestehende nehmen oder eben eine neue anlegen lassen. Und in welcher Ressourcengruppe das Ganze angelegt werden soll. Und mehr Einstellungsmöglichkeiten habe ich an der Stelle gar nicht. Also ist jetzt nicht dramatisch, dass wir es nicht geschafft haben. Der Vorteil, dass wir nicht darauf warten müssen, bis es deployed ist. Und wenn ich diesen Dialog einmal durch habe, dann ist der Bastion Host automatisch auf allen VMs in diesem VNet verfügbar. Das heißt, bei jeder VM über diesen Connect-Dialog habe ich dann die Option Bastion zur Verfügung. Das heißt, was wir gesehen haben, weitgehend, Bastion ist ziemlich einfach einsetzbar. So, meine Admins können sich einfach ins Azure-Portal einloggen, können auf die VM gehen, sich verbinden, kriegen eine Session im Browser fertig. Müssen sich nicht irgendwie merken, sich erst in VPN einzuwählen oder das geht dann auf einem bestimmten Gerät wieder nicht oder ähnliches. Die Probleme habe ich alle nicht.
ist ein vollständig gemanagter Dienst. Das heißt, ich muss mich da um nichts kümmern. Nachdem ich den da einmal eingerichtet habe, läuft er eben so vor sich hin, ständig zur Verfügung. Auch nicht eingeschränkt auf eine bestimmte Anzahl gleichzeitiger Sessions oder ähnliches. Dieser Dienst wird permanent überwacht und abgesichert von Microsoft-Ingenieuren. Das heißt, auch da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der sicher ist. Und ich kann, wie gesagt, eben den Zugriff von jedem Browser aus starten und der entwickelt sich permanent weiter. Da werden wir gleich im Ausblick noch ein paar spannende Dinge sehen, die noch zusätzlich zu dieser Sicherheitsmöglichkeit für Bastion sprechen. Jetzt die Anführungsstriche. Es ist günstig, in Anführungsstrichen. Also wir haben ja schon gesagt, die sicherste Variante, die sicherste klassische Variante, die wir gesehen haben, wäre ein VPN-Gateway. Wenn ich jetzt ein VPN-Gateway haben will und nicht die Basic-Variante nehme, die kann nämlich zum Beispiel kein IPsec, sondern ein Standard-Gateway nehme, dann liege ich sogar ziemlich exakt in diesem Preisbereich. Das kostet irgendwie 117 oder sowas Euro im Monat, wenn ich das durchlaufen lasse. Und Bastion kostet eben 16,1 Cent pro Stunde, ungefähr 120 Euro im Monat, wenn ich es permanent durchlaufen lasse. Natürlich gibt es auch da wie immer eine API und Kommandozeilenmöglichkeiten. Wenn ich das wollen würde, könnte ich den auch zwischendurch wegschmeißen und wieder neu deployen. Aber das ist das, wo ich hingucke, um permanent verfügbaren, sicheren Zugriff auf meine VMs zu haben. Und ich muss eben keinerlei Zertifikate oder Zugänge ins VPN und ähnliches managen. Das ist Bastion Stand heute. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, es ist noch ein relativ junger Dienst. Der wurde erst Mitte letzten Jahres, glaube ich, soweit öffentlich verfügbar. Und schon auf der Ignite letztes Jahr wurden diverse neue Themen angesprochen, die sich auf der Roadmap befinden. Es gibt auch ein User-Voice-Forum dafür, wo man seine eigenen Ideen einbringen kann. Und da werden ganz viele Dinge schon besprochen, wo manche sehr naheliegend sind und manche vielleicht auch ein bisschen cooler. Also Schritt 1, was als nächstes mal kommen soll, ist Unterstützung, dass der Bastion-Host auch für verbundene VNets gelten kann, wenn ich die per VNet-Peering miteinander verbinde. Das ist insbesondere dann interessant, wenn ich so Sachen machen möchte, wie jeden Kunden in sein eigenes Netzwerk packen. Ich möchte aber gerne ein zentrales Management-Netz haben, von dem aus ich die alle erreichen kann. Dann kann ich eben so eine typische Hub-and-Spoke-Architektur machen. Ich habe mein Management-Netzwerk in der Mitte. Das ist mit jedem der Kundennetzwerke gepeert. Und ich kann dann einen Bastion-Host einmal in die Mitte deployen und kann davon alle Maschinen erreichen. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Klar, dann brauche ich halt nur einen und nicht sieben. Aber das ist insbesondere architekturell deutlich sauberer. Dann haben wir ja schon gesehen, dadurch, dass ich nicht den nativen Remote Desktop Client jetzt im Browser benutze, gibt es ein paar eingeschränkte Funktionen. Man hat vielleicht gesehen, da ist kein Hintergrundbild gewesen, das ist einfach nur zur Reduktion der Datenbandbreite. Copy-Paste funktioniert, Vollbild funktioniert und so ähnliches. Dateitransfer noch nicht, das ist ganz weit oben auf der Roadmap, kommt als einer der nächsten Schritte. Dann geht es noch so ein bisschen darum, auch das Thema Compliance. Also wir haben ja schon Sicherheit sehr hoch geritten und es gibt viele Industrien, die tatsächlich beim Zugriff auf solche Maschinen durch Administratoren auch noch höhere Ansprüche haben. Dafür gibt es eben auch eine ganze Latanei an Sachen. Das heißt, erstmal wird es so ein paar Policy-Möglichkeiten geben. Das heißt, ich werde dann einschränken können, dass zum Beispiel der Nutzer eben kein Copy-Paste oder keine Dateitransfers direkt auf diese Maschine machen darf. Das heißt, er darf zwar hin und her klicken, aber nichts hoch- oder runterladen, was natürlich eine höhere Sicherheitsebene an der Stelle ist. Dann ganz wichtig natürlich für die Nutzerverwaltung, es wird eben eine Integration mit Azure AD und dann auch Unterstützung für Multifaktor-Authentifizierung geben, damit ich auch da eben einen sichereren Zugriff und insbesondere eben keine VM-spezifischen Admin-Accounts mehr brauche, sondern da ganz normal das über ein AD managen kann. Und dann noch so ein paar offene Punkte, wo man sieht, naja, ist noch ein junger Dienst. Im Moment wird nur das US-amerikanische QWERTY-Layout unterstützt bei der Tastatur. Ja, ne, also auch solche Sachen werden dann nochmal glatt gezogen, dass wir natürlich beliebige Tastatur-Layouts nutzen können. Und dann kommen wir noch so zu den etwas spannenderen Dingen, an denen die arbeiten, die auch ein bisschen größer werden. Jetzt sagt man natürlich, ja, so eine Browser-Session ist natürlich toll, aber wie mache ich das zum Beispiel mit mehreren Monitoren oder ich habe vielleicht irgendwelche Management-Tools schon gekauft, die 500 verschiedene Remote-Desktop-Sessions verwalten können. Ist auch ganz oben auf der Roadmap. Zugriff mit nativen RDP-Clients. Also auch da ist das Ziel, dass der Bastion-Host eben einfach angesprochen werden kann und sich im Prinzip für den Client nichts ändert.
Ne? Der Bastion-Host wird das dann transparent eben durchleiten und absichern, aber ich kann mit jedem Programm, was heute RDP kann, dann drauf zugreifen. Was noch eine ganz spannende Sache im Bereich von Compliance ist, ich möchte vielleicht kontrollieren können, was auf dieser Maschine denn gemacht wurde. Entweder aus reinen Qualitätssicherungs- oder vielleicht einfach aus Sicherheitsgründen. Und da wird es eine integrierte Möglichkeit geben, das ist effektiv dann nur noch ein Schalter. Und dann kann ich ein Azure Blob Storage angeben und dann kriege ich von jeder Session eine MP4-Datei da rein, die komplette Session aufgezeichnet hat. Das heißt, völlig transparent für den Nutzer und völlig ohne Wartungsaufwand für mich kann ich komplett sicherstellen, dass da niemand unbeobachtet irgendwas tun kann. Und dann noch eine spannende Sache, die jetzt vielleicht nicht so super häufig vorkommen wird in den meisten Anwendungen, aber macht sich in der iIgnite-Demo gut und wollte ich auch nicht vorenthalten. Der Mark Rusinovic hat auf iIgnite gezeigt, dass man sich auch mit IoT-Edge-Geräten verbinden kann. Also es ist heute schon so, wenn ich ein IoT-Edge-Gerät habe, was über ein IoT-Hub mit Azure verbunden ist, unterstützen die auch heute schon Remote-Desktop-Verbindungen. Und auch das werde ich zukünftig über Bastion schleusen können, sodass Bastion das Remote-Desktop-Protokoll über AMQP auf das IoT-Edge-Gerät relayt und ich dann eine sichere Verbindung zwischen denen habe und die quasi genau wie jede andere VM, die schon in Azure ist, verbinden kann, ohne dass ich da zusätzlichen Aufwand habe. Demonstriert zum Beispiel an einem Raspberry Pi, der irgendwo rumstand, oder an irgendeiner Kaffeemaschine, die beim Kunden steht, oder einer Kasse oder was auch immer. Da ist also tatsächlich viel Innovation, die noch ansteht und das User Voice Forum gibt auch noch ein paar Ideen her. Und das war's von der Stelle schon. Bastion ist nicht kompliziert und gerade dadurch insbesondere einleuchtend, warum das eine gute Idee ist. Und mit der weiteren Entwicklung, denke ich, gibt es nur noch mehr gute Gründe. Wenn gleich noch Fragen sind, immer gerne.